Sache ein bisschen klein, ne? Alles und halt alles auf dem Land. Jetzt glaube ich, wir packen die ganze Feuerwehr auf. Sehr verehrte Eltern, liebe Kinder, geduldet euch ein paar Minuten. Der Heilige macht den Sitz gleich, der euch etwas Schönes sagen. Und wenn alles rum ist mit Gesprächen und Dankeschön-Worten, dann kriegt ihr einen Weckenmann. Und wenn ihr geschaut habt, an der Grillhütte stehen die Frauen von der Feuerwehr, die werden euch einen schönen Weckenmann geben. Aber als Opferstehen möchte ich mich bedanken heute, bei euch allen, dass ihr gekommen seid, um diesen Zug mitzugestalten. Ich bedanke mich bei der Feuerwehr für den Ort, für den Dienst, dass nichts passiert ist an der Straße. Dass sie ein schönes Feuerwehr gebaut haben und wollen auch nachher noch, wenn Leute was wollen, trinken und essen, euch bedienen hier. Einen Dank richte ich an die Musikkapelle Fischeich. Was wären wir ohne Musik in so einem Zug? Es ist eine Bereicherung für so einen Zug, so eine Kapelle zu haben. Vielen Dank. Und jetzt gebe ich das Wort an St. Martin, der will euch noch was erzählen. Ja, jedes Jahr ist hier ein bisschen in der Tradition, dass der Martin ein paar Wochen braucht. Weil wir haben das Jahr der Barmherzigkeit.
Und das passt ja zum St. Martin. Man nennt ihn ja auch die Ikone der Nächstenliebe. Und 1700 Jahre ist es her seit seiner Geburt. Also, im Jahre 316 ist er geboren, lebt in einer Militärfamilie, damals im Römischen Reich, und wurde gezwungen, als 15-Jähriger schon als Soldat zu werden. Sein Vater war sehr streng und verlangte es ebenso. Aber gefallen hat es ihm nie. Dennoch, in diesem Soldatenleben spürte man damals schon, oder so sagt die Geschichte, dass er schon irgendeine besondere Fähigkeit in sich hatte. Er legte gar keinen Wert auf große Reichtümer und Sold und großes Geld. Das teilte er sogar mit seinen Mitsoldaten. Und so kam es dann, dass eines Tages im Jahre 355 er nach Anviers verschlagen wurde, Nordwestfrankreich, wo es dann diesen legendären kalten Winter gab. Und der Bettler am Straßenrand saß, und auch da weiß man gar nicht mehr, nach den neuesten Recherchen, ich habe neulich einen Film bei Arte gesehen, da wurde er übrigens auch ohne Pferd geschildert, Bettler. Und dass er auf Augenhöhe durch den Ort Anvis gegangen sein soll und da dem Bettler die Hälfte von seinem Mantel gegeben hat, der somit dann überlebte. Die folgende Geschichte, warum er dann später Bischof wurde, beruht darauf, dass er einen Traum hatte und in diesem Traum den Bettler gesehen hat als Jesus. Das bewegte ihn so sehr, dass er dann Theologie studierte und sich taufen ließ. Bis dahin war nicht mal getauft. Und einer der ersten, und so Mönch wurde im Jahre 361, man nannte das damals Einsiedelei, fing er an zu bauen und hatte 30 Schüler gefunden, die ihm dabei geholfen hatten. Und diese Einsiedelei war der Weg zum ersten Kloster überhaupt, also war er auch noch Klostergründer. Ja, gestorben ist er dann mit 81 Jahren, 397, und bis heute behalten wir ihn in Erinnerung als diesen Teil der Nächstenliebe, die wir auch immer wieder üben können in Form von Teilen, mitmenschlich denken, was das Leben bereicherte. Übrigens lebte er also als Kete, wo er noch, was ja auch ein sparsames, so zurückgezogenes Leben bedeutet. Die Tiere fanden verboten, auf der Straße zu uns hier hinzukommen. Und St. Martin sagte zu mir: Peter, mach dir keine Sorge, ich gehe gerne mit den Kindern zu Fuß. Und so haben wir das dieses Jahr gemacht. Und ich bitte nun, wenn es noch möglich ist, dass die Bücherische Kapelle uns noch ein Liedchen spielt. Und ihr Kinder könnt aber schon zum Weckenmann abholen gehen. Dankeschön.
Thank you.